Oh mein Gott. Hier, so ein Mod, das wäre doch was hier. Wir hatten doch vorhin gerade so das Thema Gronkh. So ein Mod, das wäre genau was für den. Also Eden, ich erinnere mich so an die Folgen 150 und so. Der Mann da durch seine Höhle da durchlief. Wo ist er denn? Hinter dir ist erstmal ein Schleim. Was ist denn hier? War das hier eben gerade? Die schon wieder zu Ende hier oder was? Auf der linken Seite soll ich die Fackeln platzieren, oder? Ja. Gut. Wenn du reinläufst, auf die linke. Okay. Ah, hier waren wir schon. Ja, das ist, glaube ich, dann wieder in der Nähe vom Haus. Jetzt sind wir da, bitte. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Haben wir es schon erforscht. Ich sehe was. Was siehst du denn? Wir sind wieder am Anfang. Blaue Diamanten, oder? Nee, das ist Lied. Ach, verdammt. Kann ich sowieso nicht aufsammeln. Lied. Und da wird immer irgendwie gesagt, wenn ich Lied ausspreche, Liederz, das würde Led heißen. Jetzt sagt mir aber der Google Translator, wenn ich mir das anhöre, Lied. Und nach phonetischer Schrift würde ich auch Lied lesen. Ja, was sagt ihr denn? Britisch. Ja, keine Ahnung. Das ist die Frage. Keine Ahnung. Ich habe amerikanisches Englisch in der Schule lernen müssen. Lang ist her. Erstmal ein bisschen mistlos im Wort. Was will ich denn mit dem Weizen an? Glaub, aber das Ding jetzt eigentlich. Hat einer eine Wirbenschmidt, drei Weizen, macht ein Brot. Ja, hier in der Mitte, wir ganz in der Mitte. Wo wir ganz am Anfang Sachen, waren. Hast du das nicht erforscht? Und es geht auch noch tiefer, meine ich. Ja, dann müssen da wir mal noch ein bisschen weiter. Da ist noch ein dunkles Eck. Also wenn ihr hier diese... Oh, hier ist noch ein dunkles Eck. Ach, da ist wieder so ein komischer Slime. Wo ist er jetzt hingelaufen? Putze, wo bist du? Hier. Ja, super. Ja, wo? Na, zu Hause. Hier, dich vor Tabun. Mir. Hier, stehen bleiben. Hier ist eine Kiste. Halt, stopp. Stehen bleiben. Da, ja. Nicht hier. Spinne, Vorsicht. Die kleinen Fliesen. Gerade Tribolo, dass du nicht deinen richtigen Namen-Ding da gerät. Ja, Moment, ich muss mal gucken. Kurz was essen. Ist nicht so richtig was Tolles drin. Hättest du dich mal mit Tribolo angemeldet, ne? Ich gehe vorsichtig vor. Ach so, ja. Gut. Jetzt weiß ich, was du meinst. Als ich Minecraft erstellt habe, gab es den Kanal Tribolo noch nicht. Aber die Spielfigur gab es schon. Und meine Frau wollte Blood Circle nicht übernehmen. Die wollte Tribolotta haben. Okay. Die hat ja den Minecraft-Account letztes Jahr zu Weihnachten von mir gekriegt. Wollte sie unbedingt haben. Habe ich gesagt, willst du ihn zu Weihnachten haben? Hat sie gesagt, ja. Was ist das denn hier für eine Fackelwand? So könntest du ja mal mit ihr zusammen spielen. So, jetzt, verdammt, wir haben doch noch nicht alles erkundet. Das kann es doch nicht sein. Nee, es geht ja irgendwie nicht. Hat die Fackelwand da waren wir schon. Oder? Nee. Irgendwie muss es doch noch weitergehen. Da waren wir doch schon. Hier geht's nach unten, aber hier ist nichts. Unter dieser Bedrock. Unter dieser Bedrock-Schicht hier. Vor allen Dingen, das Interessante ist ja... Da ist noch dunkel. Amiga Link und Beggarman. Ja, wir sind da. Aua. Ey, mal ganz ehrlich, das ist so eine harte Nummer oder Verarsche oder was. Das Ding ist tatsächlich ringsrum aus Bedrock gebaut. So, dass du da auch niemals... Ja, genau. Du musst da durch die bestimmten Ein- und Ausgänge raus. Und ja, super. Das ist echt Sturmangriff. Hätte ich jetzt gesagt. Keine Ahnung, wo ihr seid. Ich habe auch keine Ahnung, aber wir sind zumindest zusammen. Also, im planlos durch die Gegend laufen, bin ich Weltklasse. Ja, wir sind zwei Viecher, die sich gegenseitig bekämpfen. Sieht auch lustig aus. Alter, da kommt schon wieder so ein Vieh. Da ist ein Skelett. Ich habe eine Holzwand gefunden und ich habe zurückgefunden. Ich mache mal den Schleim hier. wenn ihr zu uns kommt, da geht's in die nächste Ebene. Ja, zu euch ist gut. Wo seid denn ihr, ja? Ich denke mal hier, wo wir gestartet sind, und dann die Holzwand. Ich finde euch nicht. Hier ist dunkel. Es ist so dunkel. Aber du bist doch jetzt gleich Spinne. Bei uns. Gehen wir mal suchen. Wo sind der Kerl? Ja, wir sind ziemlich uns. Nee, wir suchen also kartentechnisch ziemlich im Norden. Nein, hier ist nix. Scheiße, Sackkasse. Da ist irgendwas, was brennt. Der Käfer, hat sich auch angehört, als würde hier einer mit Feuerbällen schießen. Aua, der Käfer. Trivolo, wo bist denn du hin? Keine Ahnung. Ich bin irgendwo abgebogen. Ich warte lieber in der Mitte. Käfer ist tot. Sonst finde ich wieder nirgendwo hin zurück. Ich bin im Kreis gelaufen. Da hinten ist noch einer. Ja, da muss ein Spawner sein. Ich bin irgendwo schwarz. Und von der anderen Seite kommt schon wieder ein... Aua! Hier ist aber auch dunkel. Da sehe ich zwei Namen-Dinger. Vorsicht, Kuh.
Ich sehe Bakerman und Amiga durch die Wand, aber ich habe keine Ahnung, wie ich zu den beiden gelangen kann. Notfalls durch die Wand. Ah ne, die kannst du ja nicht kaputt hauen, ne? Richtig. Naja, das würde wahrscheinlich... Ach naja, obwohl, du hast doch Diamanten. Ja, habe ich schon versucht. Da ihr seid schon in der richtigen Wolf. Richtung. Ihr seid richtig. So. Ja, aber wir stehen immer vor den Wänden. Also ich habe sie gefunden. Super, yay. Sehr gut, danke. Wenigstens einer. Also hier so. Seht ihr auch schon eine weggesprengte Truhe. Ihr wart also auch Amiga-Ling? Erfolgreich. Vorsicht. Steht... Hier drin ist irgendwo noch ein Spawner, wahrscheinlich. Irgendwo hier müsste ein Spawner sein. Also ich laufe jetzt nur noch nach Minimap und komme euch irgendwie... Oh, eine Kiste. Nicht wirklich näher. Oh. Ach, verdammt. Vorsicht. Was Interessantes drin? Aua. Nicht mehr. Den habe ich jetzt aber nicht ausgelöst. Nee. Das hat vorhin auch jetzt, funktioniert. Ja es war was Interessantes drin. Komm hier lang. Ah, ja gut, okay. Da, ich folge dir mal unauffällig. Es wäre was okay. Interessantes. Es wäre etwas Interessantes so. Drin gewesen. Auf gut Deutsch ist es weiß kaputt. Nicht, ob ich wieder zurückkomme. Das ist hier. Aber schön, ist hier. Ja, ist mal was anderes, ne? Ja. Na, gerade für mich als Vanilla-Spieler. Ja, das ist aber ein merkwürdiger Einstieg, hätte ich jetzt gesagt, als Vanilla-Spieler, oder? Ja, doch. Toll. Naja, das ist ja, das ganze Ding ist ja ein bisschen merkwürdig, ne? Wenn man das so sieht mit den ganzen vielen, vielen Mods davor, habe ich ja eigentlich mehr oder weniger immer modfrei. Müsst ihr die ganzen Kisten in die Luft jagen, oder was? Alter! Da war aber nichts Geschicktes, gescheites drin. Ich war nicht mal in der Nähe von dieser Kiste und krieg hier unendlich welche eingeschenkt. Also. Ja. Ich hab nur goldene Apfel rausgenommen. Nach unten? Was? Da wo war das nach unten? Ja, da irgendwo ein Loch nach unten, oder? Ja, irgendwo. Ja, komm mit. Hier. Wo ist er denn? Und hier. Guck. Immer ja, Indiana gut. Jones hinterher. Oder hast du den Indiana-Skin nicht mehr? Nein, den hab ich noch. Ah, meine ich doch. Ach, hier. So, hier geht's weiter. Schön sammeln hier. Hier ist noch eine dunkle Ecke, da können wir noch mal ein Stückchen weitergehen. Wo? Da. Machen wir es mal heller. Ich komm lieber mit, tiefer. Nicht, dass ihr hier wieder irgendwie Kisten... Creeper. Ja, alles mal hoch. Ach ja. Oh, mach um. Ich hätte ihn aber noch gekriegt. Da geht's noch weiter und da geht's noch weiter. Ja, es gibt zwei Abweige. Hier ist wieder eine Kiste. Links. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg. Nein? Keiner? Ich bin ja schon dran. Hier wäre auch noch mal eine Kiste, wenn jemand möchte. Ist noch jemand ohne Fahrschein? Nicht mehr kaputt machen. Steel Leaf ist da drin und Mace Wafer. Hier jetzt um habe ich natürlich keinen Platz mehr. Den Mace Wafer könnte ich mitnehmen. Mal gucken, was da drin ist. Der Stack bei mir ist so schön. Ja, könnte ich auch. Ich könnte auch das Steel Leaf mitnehmen. Hier also ich muss mal sagen, hier diese Hamburger oder was das ist, ne? Hier dieses... Leitet Meal, das kriegt echt eine ganze Hilfe. Da ist nichts mal Richtiges drin. Bisschen Papier. Okay. Gut, das können wir nehme ich mit. Nee, das brauche ich. Eigentlich hatte ich mit Tagun ja noch ein paar andere Sachen vor. So ein paar essentielle Dingenssachen. Aber jetzt sind wir halt hier. Ja, eigentlich war mein Plan ja in. Ich frag dir mal ganz viele Löcher in den Bauch, damit das nicht so auffällt, dass ich überhaupt keinen Plan von den ganzen Mods habe. Das weiß jeder, dass du keinen Plan von den ganzen Mods hast. Das wissen sogar deine Abonnenten. Ja, das kannst du jetzt so nicht sagen. Doch, du sagst es ja jedes Mal. Okay, war hier gerade jemand neben mir und hat gerade die Treppe gebaut und ich habe ihn nur nicht gesehen oder ist sie von selbst gerade entstanden? Ja, die ist von selbst entstanden. Krivolo. Ich bin hier unten gar nicht. Achso. Huha! Oh, ich hab nichts zum Bauen. Ich kann ja mit Eisen bauen. Können wir einer runterkommen und mir mal helfen hier die... Da ist schon wieder so ein Feuerwurz und... Ich wollte hier eigentlich die Löcher wieder zumachen. Enderman, mal, aber ich hab auch Mensch, aua. Wer hat hier diese Treppe gebaut? Warten das wieder. Ach da. Aber ich Hulle. Hab ich kein Baumaterial. Ich guck immer nur in euch rein. Das ist fürchterlich. Ja, das sind zwei Enderman. Ja, hier habe ich Holz. Oh, dieser Enderman-Sound. Ah, okay. Aber der ist richtig gut geworden, finde ich. Aber wer braucht das Baumaterial? Ich habe noch einen halben Stack Koppel, den ich abgeben kann. Da ist, glaube ich... Noch ein Enderman. Was ist hier, ey? Da muss ein Spawner wahrscheinlich sein. Bulle weg und... Weg ist er. Ein Enderman-Spawner? Das wäre aber neu. Hier sind... Ja.
Ich hätte mal Schwert nehmen sollen, dann geht das. Ey, cool, hier ist die Mycelium. Was weiß ich, wie das Zeugs heißt. Mycelium? Ja. Ach, aus diesem Kubium, Kubium oder was? Ja. Da warte hier manchmal zu. Toll, oh, baust es ab, kommt Dirt raus. Ich bin Dummkopf, Alter. Das, ah! Gib mein. Geh doch. Das muss man mit Silk Touch abbauen. Ich hab Silk Touch. Ja, dann bau doch ab. Das ist ein Masch. Ah, da unten. Hier ist noch mehr davon. Was mir gerade auffällt, genau. Wir nehmen schon fast eine Stunde auf. Oh, cool. Ja. Ich cut das in 2-30 Minuten Parts. Ja, hätte ich auch gesucht. Leute, muss ich auch mal gucken, wie ich das dann mache. Ja. Ah, du benutzt doch das gleiche Programm. Ja, das ist das die sind schlimmer. Alter. Mit dem Runtercutten ist ja nicht das Ding. Das ist. Aber mir läuft die Festplatte langsam voll. Okay. Sonst müssen wir eine 5 Minuten Pause machen und ich kopiere das schnell rüber. Eine 5 Minuten Pause wäre meiner Plan recht. Ja, okay. Können wir gleich machen. Lass die dann nur mal ganz kurz. Würde ich sagen, lassen wir unseren ganzen Zuschauern die Spannung für die Kiste, die Amiga Link jetzt schon doch auch aufgemacht hat, wahrscheinlich. Nein. Ja, noch nicht. Die Spannung für diese Kiste steigt. Wird sich darin endlich. Wird sich darin endlich für Amiga Link Zinn drin befinden oder nicht? Das alles und noch mehr erfahrt ihr. Eine Portal Gun wäre viel geiler. Die habe ich. Die habe ich in meinem Besitz. Ich will eine. Alles klar, dann würde ich sagen. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Hau da rein. Gleich. Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, und die große Frage ist noch immer: Was befindet sich in dieser Kiste? Yeah. Gleich dann werden wir es erfahren, wenn Amiga Link reinguckt und uns mitteilt, was denn nun drin ist. Soll ich es tun? Ich mach erstmal eine Fackel drüber. Ja, mach mal eine Fackel drüber. Okay. Und dann gucken wir jetzt mal rein. Und ja, nichts Besonderes. 64 Zinn. Papier, goldener Apfel und zwei Fireflies. Ach, was ist das denn? Charm of Keeping 1. Ja, das ist das, der in der Pause, da fragte Tagun nach diesem Haken. Der ist das, Charm of Keeping. Wer hatte eben gerade die tolle Erklärung abgegeben? Butze, ne? Ich weiß nicht. Weil Butze erklärt ja so gerne. Jetzt will wieder keiner. Genau. Wenn du das im Inventar hast, also das gibt's für einmal fürs Inventar und einmal für die für die Gesundheit. Und die Gesundheit macht, wenn du stirbst, stellt das wieder ein bisschen Leben her und das Inventar-Dingens, also dieses Charm of Keeping, das lässt dich deine Items behalten, wenn du stirbst. Also echt? Du verlierst, okay, glaube ich, bei dem ersten behältst du deine unten hier deine Leiste und die kannst halt upgraden und dann behältst du auch noch dein komplettes Inventar und sowas. Also hier ist gar, kein, hier ist gar keine Falle drin. Ja, Leute, ich würde sagen, schon dolle spät, haben schon echt eine ganze Menge aufgenommen. Wollen wir uns mal langsam auf den Rückweg machen? Ja, ja, machen wir das mal. Können wir mal. Na, dann machen wir das mal. Wenn wir es noch finden. Das ja, ist natürlich die große Frage. Packeln auf der rechten Seite. Laufen Sie schon los? Ja, selbstverständlich laufen wir schon los. Ich war gerade wieder in den Taschen am gucken. Oh. Oh. Du weißt ja, ne? Jäger, wer zurückbleibt, ne, der stirbt. Genau. Ja, ja, eben. Deswegen komme ich jetzt schnell. Oh, jetzt sind die schon wieder weg. Hier geht's hoch. Hier, genau. Hier würde es hochgehen, wenn ich mehr Baumaterial gehabt hätte. Das Schöne ist, ich habe auch, glaube ich, nichts mehr. Moment. Könnt ihr mit Kohleblöcken bauen? Ja, ist fertig. Ich hab doch. Ah, jo. Okay. So, habt ihr euch denn alle ich am Portal ein Mark gesetzt? Ja, nö, ich laufe euch hinterher. Okay, die nächste Frage ist, wo ging es denn jetzt weiter hoch? Wir können auf der rechten Seite und dann suchen. Ja, irgendwie linksrum war schon mal richtig. Irgendwie. Linksrum ist gut. Da ist so ein blöder Beetle. Wo? Blaue linksrum. Beetle. War gut. Ja. Ihr habt gerade bei mir alle keine Köpfe. Zum Glück habt ihr Helme auf, dann fällt das nicht auf. Oh mein Gott. Aber unter dem Helm ist kein Kopf. Ja, stimmt. Mach hier war nix. Das irgendwie durch und dann irgendwie, ach. Ja, hier waren ja die ersten Kisten, die wir hatten. Den 1 Warner. Hier ist übrigens noch alles dunkel, ne? Ist gut so. Hier, Mitte. Ah, wir haben es gefunden. Wunderbar.
Ja, ihr zumindest. Wenigstens habt ihr es gefunden. Wir lassen ihn einfach zurück. Genau, lass mich einfach. Genau. Ich find's ja, wieso nicht. Denn? Er hat sich doch den Punkt mit dem Portal gesetzt. Ja, richtig. Ihr ja nicht. Lasst mich mal zurück. Ja, da müsste eigentlich. Wie bist du da hingekommen? Das frag mich doch nicht. Hier ist Holz. Holz ist gut. Holz ist da bis in der Mitte. Okay, er ist in der Mitte. Ich muss noch mein Eisen mitnehmen. Den Ofen und die Workbench lasse ich mal hier. So was Gutes lässt du hier. Ja. Weiter nach oben. Weiter. Ich mach's mal wie Tagoon. Weiter geht's. Weiter. Genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe hier von allen am meisten Müll gesammelt. Also nichts, was wirklich wertvoll ist. Das glaube ich nicht. Also 626 diese Richtung. Die da. Geradeaus. Ah, Tagehü. 626, so weit sind wir gelaufen. Ja. Ja. Und dann noch im Kreis. Durch diesen ganzen Wald. Beggerman, hier, wenn du jetzt ein Schaf in der Oberwelt mit dieser Essenz bestäubst, dann kommt sowas dabei raus. Das anhört, mit der Essenz bestäubst. So ein lila Schaf. Mit welcher Essenz? Also bestäuben kenne ich von Bäumen, von Blümchen und Blümchen, genau. Nicht? Aber, ja, es ist ja im Prinzip auch bestäuben, was du da machst. Du beträufelst sie. Ja, klar. Zu schwul? Ist gut. Zu schwul oder? Nein. Geht noch? Es ist ja unglaublich. Ich habe heute aber auch am laufenden Band, egal bei welcher Aufnahme, immer vergessen, den Timer mitlaufen. Da wollte ich dich dann hüpfen. Also hier in Technik, da darfst du auch keinen Timer mitlaufen lassen. Nee. Hier musst ich du echt meine nur wegen der Gesamtlänge so in etwa, um abzuschätzen, so und so viel Folgen, bla, ach hast du so nicht gesehen. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin bei dem Technik, bin ich auch mittlerweile runter von den 15 Minuten Folgen. Ich mache, wie ich da habe. Ja. Ja, anders also, geht's gar nicht. Manche richtig. Minuten sollte man da auch Minimum rechnen. Wirklich hier Minimum. Hier ist wieder irgendwie so ein dicker Käfer drin. Also hier links scheint noch so ein Hallo Hill zu sein, oder wie das Ding heißt. Ja, genau. Wo seid ihr denn gerade? Übers Wasser? Immer geradeaus gelaufen. Gehen wir auf die andere Seite das vom Wasser, Baker. Oh, ich glaube, wir sollten mal kurz anhalten. Ja, ich muss Motorstopp. Ich muss mal schnell ein bisschen was essen, Happen einwerfen. Ja, und jetzt den Berg hier hoch. Den Berg hier hoch? Kann ich außen rumlaufen? Nee, genau, jetzt wissen, wo wir sind. Okay. Und wir sind über den Berg. Gut. Ich habe wieder hier die Befehlstaktik angewandt. War das Befehlstaktik oder Einsatztaktik? Ach, ich weiß das gar nicht mehr. Hier von den Amis, ne? Geradeaus immer, feuerfrei, scheißegal, jedes Ziel wird mitgenommen. Ja, so ähnlich kommt mir das hier auch vor. Und putze dann immer voran mit seiner Speedy Gonzales Hose. Wir wissen nicht nur eine Speedy Gonzales Hose, die ist alles Speed. Ach, hier deswegen bist du so schnell. Dartcraft oder was? Ja. Ah, okay. Ich hab mich vorhin schon mal gewundert, ob du da jedes Mal am Sprinten warst, aber okay, dann erklärt einiges. Also, kostet doch alles. Hier, du musst aber auch mal langsam in Eisen treten. Wir verlieren uns so langsam aus den Augen. Ich weiß ja, dass ihr die schnellen Schuhe anhast, ne? Aber nö, eigentlich nicht. Bremst er sich ein wenig. Ich hab schon wieder Hunger. Also nur ein bisschen. Ja. Geht mir auch so. Braucht wer was zu essen? Ich hab hier diese 28 Hamburger-Dinger mit. Ich hatte einen Stack Toast dabei. Und 46 habe ich auch immer noch, also passt schon. Nase! Ausgewogene Ernährung, Toast. Tot ist der Hase. Das ist meine Haupternährung, weil ich habe mich mit dem Kochen da bisher noch nicht so wirklich befasst. Damit habe ich mich sogar schon befasst. Ja, ich habe es gesehen. Atribulo, endlich mal den Hasen erwischt bei Seven Days to Die, ist dir das ja nicht so ganz gelungen. Du, privat habe ich da mit einer ganzen SMP raufgehämmert. Ich habe den Hasen nicht zu fassen gekriegt. Bist und du denn bei sicher, anderen, dass sie killbar sind? Ja, sie sind killbar. Weil du kannst auch ein Rezept erstellen bei Seven Days, wo du, was war das, einen Hasen am Stock hast. Und das kannst du dann nochmal braten. Giftig. So eine Force. Ein Bienchen. Noch mehr Force. Scheißegal, dass ich ertrinke. Was Force. Force Gems. Ja. Das ist, wovon du das Schwert hast. Dartcraft, genau. Ah, ja gut, okay. So, ja gut, dann, okay, das Schwert hat's aber auch bald zerbröselt, also so viel ist da nicht mehr übrig. Au!
kaum in der Oberwelt angekommen. Alter, was ist das denn? Was war das denn? Das ist ein Bienenschwarm oder irgendwas in der Richtung gewesen. Dieser Schwarm war wieder da. Genau. So. Schön, dass man den kaum sieht. Yep. Ne? Ich richte dann mal die Selbstschussanlagen, die richte ich dann mal um das Twilight Forest auf. Okay. Um das Portal, ne? Wenn ihr alles spawnt, wisst ihr Bescheid. Mhm. Ist klar. Gibt es ja nicht diese Selbstschussanlagen? Ich weiß nicht, ob die einer kennt. Ja, ich bin wieder reingegangen. Scheiße. Die Dinger finde ich so grauenvoll. Alter! Aber wo bleibt ihr? Ich bin schon in der Oberwelt. Nee, ich meine, ich bin 3-4 Mal aus Versehen wieder hin und her gehüpft. Echt jetzt?